Ja, mein Karriere-Highlight kann ich jetzt nicht so genau etwas sagen. Es hat einfach viel gegeben, was wirklich mega cool war. Es hat mit dem U18-Weltmeistertitel angefangen, wo meine Mami Geburtstag hatte. Und nachher mit dem U20-Vize-Europameistertitel, wo ich den Schweizer Rekord geholt habe. Aber auch als Götze das erste Mal dort starten mit der Weltelite. Das war sehr emotional. Aber auch die Ehrenrunde nachher zu London an der Weltmeisterschaft. Es ist schwierig zu sagen, ein Karriere-Highlight zu bestimmen. Es ist einfach alles drumherum. Das finde ich, ist schon das Schönste. Ja, mein bisheriger Tiefpunkt war sicher im Winter 2016, als ich die Verletzung geholt habe. Aber jetzt habe ich mich zurückgekämpft und bin wieder, kann vorne wieder mitmischen. Also im ersten Moment, als ich im Krankenhaus war, das war sehr schwer, weil ich dort wirklich gedacht habe, es geht nicht mehr weiter, weil es so schwer war, die Verletzung. Und die Ärzte haben auch nicht so positiv gesagt, dass ich wieder jemals zu diesem Leistungszustand zurückkomme. Und das war eine schwere Zeit, aber dort habe ich mir einfach gesagt, ich will wieder zurückkommen auf den Wettkampfplatz, weil das liebe ich, weil das ist mein Leben, für das lebe ich. Und habe mich einfach zurückgekämpft und ein gutes Ärzte-, Familie-, Team-, Trainerteam, die mich unterstützt haben. Und so konnte ich auch gut zurückkommen. Das Größte war sicher die Unterstützung der Familie. Weil ich hatte sonst nie so viel Zeit mit der Familie. Und dort hatte ich halt wirklich Zeit, die ich sonst nicht hatte. Und das hat mich einfach geprägt. Das hat mich einfach gezeigt, sie unterstützen mich, egal was ist. Und ich wusste, ich will wieder auf den Wettkampfplatz zurück. Und ich habe zum Beispiel meine anderen vom Verein gesehen, wieder zu trainieren. Und das hat mich wirklich angespannt, weil bei den ersten paar Trainings konnte ich wirklich nur sitzen, zuschauen. Und dann einfach gesagt, ich will wieder genau das Gleiche machen können. Und das hat mich sicher auch geprägt und auch gut unterstützt. Ich will meine Leistungen von letztes Jahr sicher bestätigen oder sogar verbessern. Aber mir geht es darum, es ist der erste Mehrkampf der Saison. Mal schauen, ob das Wintertraining sich ausgezahlt hat und einfach den ersten Mehrkampf zu absolvieren. Und dort denke ich gar nicht zu gross über eine Punktzahl oder so nachzudenken, sondern einfach mal den ersten Mehrkampf machen und schauen, was rauskommt. Also mein Ziel 2018 ist sicher die EM in Berlin, weil dieses Jahr gibt es keinen Nachwuchsanlass für mich. Und dort will ich einfach sicher das Resultat von letztes Jahr bestätigen und sogar verbessern. Und das ist mein Saison-Highlight. Und nachher sicher noch längerfristig Tokio 2020, die Olympischen Spiele. Dort will ich wirklich sicher teilnehmen und sicher auch schon ein gutes Resultat erzielen. Und mein Fokus ist voll dort drauf.